So, Leute von heute, wir haben jetzt, Moment, ich schiebe mal erstmal alles richtig, bevor ich rede. Hier ist Podcast von Sven Heidenreich und wir haben die Folge 566, diesmal mit dem LSP5. Ich habe den LSP5 auf automatisch gestellt und ich habe keine Zoom-Einstellungen drin. Genau, also wirklich mal automatisch, MP3 natürlich, ist logisch. Ja, so wie wir das eigentlich ja auch mit den anderen Geräten gemacht haben. Und jetzt gucken wir mal, wie sich der LSP5 mit automatisch, der wird natürlich ein bisschen mehr pumpen, das ist klar. Klar wie Kloßbrühe. Aber ja, einfach mal wieder, damit ihr einen anderen Sound habt. Und ja, ich mache mir jetzt nebenbei die Stullen und ja, also all das, was man morgens so macht. Und ihr habt also Atmosphäre, LSP. Windschutz habe ich übrigens drauf. Ja, das war mir dann doch ein bisschen sicherer. Aber ansonsten alles super. Gut, also. Aber das ist ja alles kein Problem. Gut, ich habe hier Brot. So, Tüten kommen. Tüte kommt weg. Okay. Jetzt die Brote. Ja, heute ist Freitag, der 8. März 2024 und heute ist Frauentag. Also allen Frauen wünsche ich alles Gute zum Frauentag. Ja, ich kannte den Frauentag ganz früh ja nicht. Also ich habe ihn erst nach der Maueröffnung kennengelernt. Davor kann ich mich nicht erinnern, dass wir hier in ehemaligen West-Berlin, also ich komme ja aus West-Berlin, jetzt lebe ich ja wie gesagt in Brandenburg, aber dass wir früher Frauentag gefeiert haben. Naja, aber jetzt haben wir Frauentag, jedenfalls allen Frauen wünsche ich. Ja, lasst euch verwöhnen von euren Männern oder von weiß ich wem. So ist das. Ja. So kann man sich dann verwöhnen lassen. Ja. Jo. So, Stullen sind gemacht. Das geht immer sehr schnell. Ist ja auch nur Wurst draufpacken. Und fertig. Naja, ich habe auch Fenster auf. Also betet man, dass keiner mit Musik vorbeifährt. So, jetzt kommt das Wichtigste am Morgen, mein Kaffee. So, ja, es ist auf jeden Fall kurz nach 5:30, glaube ich. Ich gucke jetzt mal auf die Watchy-Watch. Ja, es ist schon 41, also gut, es ist heute mal ein bisschen später als sonst. Ich habe mich ein bisschen länger im Bett gelegen. Und deswegen. So, genau. Aber das kriegen wir alles noch ganz in Ruhe hin. Ja, es ist ein bisschen kühl heute, also ich glaube, ja, auf jeden Fall warm einpacken. Es soll zwar heute einigermaßen angenehm werden, aber naja, gut. Es ist morgens auf jeden Fall noch ziemlich kalt. Trotzdem alle Fenster auf, also auf Kipp. Schließlich brauchen meine Katzen ja auch Luft. Das ist doch klar. So, dann werde ich mir mal den Kaffee machen. Den löslichen Kaffee. Genau. Und, oh, ja, naja, gut. Okay. Dann machen wir mal einen löslichen Kaffee.
Genau. Genau, haben wir schon geschafft. Gut, die stelle ich schon mal nach drüben. Und dann spüle ich noch mal kurz die. Gut, dann kommt der Kaffee wieder weg. Ja, hört einfach mal jetzt den LSP5, wie er halt ihn automatisch aufnimmt, ohne Zoom-Einstellung. Ganz normal an der Tasche. Ja, ich denke mal, gucken, wie die Aufnahme wird. Klarer Ton ist natürlich auch an. Der darf ja nicht fehlen. Der klare Ton. So. Aber ich habe einfach mal die Zoom-Einstellungen nicht an, weil ja, extrem breites Stereo ist ja alles schon gut, aber wenn dadurch die Bässe etwas weniger werden und ne, es ist ja meistens, es gibt ja immer leichte Verluste, wenn man Zoom mit Zoom-Sachen arbeitet, jedenfalls kommt mir das so vor. Deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt machst du halt alles aus und nimmst halt die Sachen so, wie sie halt sind. Ja? So, machen wir ein bisschen. Genau, ein bisschen hier drin. So, ja. Ja, also wie gesagt, der LSP5 mal wieder. Dazu habe ich ihn ja auch. Ich finde es halt schade, dass die App nicht upgedatet wird und dass nicht noch irgendwelche neue Funktionen kommen. Aber gut, kann man halt auch nichts machen. Ist halt einfach so. Gut, ich werde mal hier die Tür zumachen, dann hören wir das hört man das Gequassel nicht so. Ich meine, ich kann ja im Wohnzimmer und im Schlafzimmer ja noch Fenster auflassen. Aber hier in der Küche, da muss es ja nicht sein. Gut, da haben wir jetzt das Wasser, the water. Und jetzt werde ich erstmal meinen Kaffee eingießen. Also das Wasser wird vielmehr in die Tasse. Ja, das muss sein. Ganz langsam natürlich. Ja, mein Kater läuft hier rum. Naja, jetzt spinnt er wieder ein bisschen. Gut, das reicht. Okay, dann werde ich mal auskippen. Ja, auskippen muss sein. Und natürlich vom Strom nehmen. So, das hätten wir. So. Tür bleibt natürlich auf. Kater, merkt ihr das? Ja, genau. So, dann setze ich mich mal hier schön hin mit dem LSP. Mit dem LSP. Dann rühren wir mal. Genau, also zum Wohl, auf den heutigen Tag.
Mal, bist du dämlich? Macht ja schon wieder die Tür zu. Ach, mein Kater, du bist so dämlich und bescheuert. So. Ja, wie gesagt, heute ist, wie gesagt, genau, geh an eine Arbeitsplatte. Blackie, komm her. Komm her, Blackie. Komm her. Ja, so ist brav. So ist fein, ne? So ist fein. Feiner Kater. Feiner Kater, ne? Joa. Na was denn? Na was, ne? Na komm her. Na komm. So, der Kater ist jetzt hier. Und streunt hier unter der Platte. Schno, 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 ne, Dicker? Jo. Muss auch mal sein, ne, dass du schnurst. Jo. Hey, mein Dickerchen. Schnurr. Ein schnurrender Kater. Ja, Dicker, ich bin noch hier. Bin noch da. Ich bin hier, mein lieber Kater. Ja. Genießt einfach die Atmosphäre des LSP5 mal wieder. Und so klingt der halt ohne Zoom-Einstellungen. Einfach auf Mitte. Also auf die, auf aus, wenn man nicht so will. Kein Zoom, kein Weit. Genau. Becky, komm. Blackie ist jetzt fasziniert von der Tür. Aber ich kann ja auch Folgendes machen, Leute. Ihr seid doch die Leute von heute, oder? Ich nehme jetzt mein Tässchen, weil ich habe ja schon ein bisschen ausgetrunken. Und setze mich jetzt ins Schlafzimmer, denn da muss ich ja sowieso hin. Weil ich muss ja die Aufnahme hochladen. Ja, ist jetzt ein ganz kurzer, ein Podcast, der mal nicht so viel Sinn ergibt, aber ihr habt einfach nochmal automatisch gehört vom LSP. So. Also, ich nehme jetzt mein Tässchen. Gehe mit meinem Tässchen ins Schlafzimmer. Kann ich auch mal machen. Ja. Denn ich habe ja in der Küche schon alles Mögliche weg. So, wie spät haben wir es? Ja, ist okay. Ist doch vollkommen okay. Ich schließe auch schon mal hier die Türe, also die Fenster meine ich natürlich. Der Fenster. So. Jetzt bloß noch ein Wohnzimmer auf. Kann ich auch gleich mal zumachen. Dann hört ihr noch mal ein bisschen, wie ich die Fenster so schließe und ein bisschen Atmosphäre und dann. Ja, genau. Schaffen wir es nämlich immer noch, die Folge zumindest erstmal aufs Handy zu ziehen. Ich kann sie ja auf der Arbeit hochladen, zur Not, das geht ja auch. Aber zumindest ist es schon mal auf dem Handy dann.
die 66, die 6, die 866, so. Ja, da ist auch die Mieze wieder. Ja, wird kalt auf Dauer, ne? Aber wir müssen ja lüften. Ihr braucht ja auch mal Luft. So. Genau. So. Gut. Jetzt brauche ich natürlich ein Kabel. Auch mehrere Kabel, aber egal. Genau. Aber ihr habt das Ding denn schon mal wieder gehört und wisst, aha, so klingt das. Zum Wohl. So, noch einen Schluck Kaffee nehmen. Ah, dann räumen wir mal alles hin. Also ich brauche, das brauche ich. Den Kameraadapter und mein Netzteil mit der kleinen USB-Verlängerung. So, dann schließe ich erstmal das Netzteil an. Schließe das Teilnetz und Dings an. Dann haben wir hier ein Kabel. Ja, das ist für den LSP. Das ist nämlich ein, das kommt an die Verlängerung an. So, und dann verbinden wir mal den LSP gleich mit. Ja, dann beende ich die Aufnahme mal. Das war also Podcast von Sven Heidenreich, Folge 866, aufgenommen mit dem Olympus LS oder OM-System, OM-System LSP 5. Wir hören uns dann beim nächsten Podcast. Das wäre dann die 867. Ciao, ciao.